Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog. Heute will ich nur ein bisschen radeln und will das für meinen Tagebuch Sportvlog-Eintrag festhalten. Ja, da nach dem Intro erzähle ich noch ein bisschen was. Werde ich gerade überholt. Ist ein Ding. Gut, bis dann. Ja, ich fahre ein wenig mit dem Rad durch die Gegend. Ich habe mir so ausgedacht, dass ich so eine Stunde Fahrrad fahre. Und dann ist er auch mal gut für heute. Ich bin gerade überholt worden von einem Elektrofahrzeug. Also ein Elektrofahrrad. Ist ja kein Fahrradfahren. Ja, so ein bisschen vielleicht, aber unterstützt natürlich. Und mein Rad ist natürlich kein Elektrorad, sondern ein ganz normales Gangschaltung und ohne irgendwelche äußerliche Hilfe. Ja, aber ich komme bestimmt auch in das Alter, wo ich ein E-Bike brauche. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt fahre ich mal bergauf und dann melde ich mich gleich wieder. Ich trainiere gerade für das nächste große Event. Ist Tough Mudder. Tough Mudder findet diesmal am 30. September in der Eifel statt, also jedenfalls da, wo ich hingehe. Und mit der Gruppe zusammen werden wir dort versuchen, diesen Lauf zu bestreiten mit 19 Kilometern und 21 Hindernissen. Rosario ist dabei, ein paar andere sind dabei. Und Tough Mudder, diese Organisation, die Firma, hat mir ein Video zur Verfügung gestellt, das ich jetzt mal zeigen will. Und dann wisst ihr auch, was Tough Mudder ist. Achtung, es geht los! Ja, das war Tough Mudder. Wer sich da anmelden will, kann jeder tun. In der Eifel sind wir auch zugegen. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Dafür trainiere ich jetzt schon. Ich muss nämlich die 90 Kilometer durchhalten, ist ja klar. Ansonsten wäre es ja Käse. Puh. Dafür ist ein bisschen Radfahren angesagt jetzt. Sonst immer laufen, aber heute habe ich keinen Bock zu laufen. Ich bin jetzt gute 35 Minuten unterwegs. Jetzt geht es endlich mal ein bisschen bergab und ich kann ein bisschen was trinken hier. Ich will noch 25 Minuten fahren und wenn ich das geschafft habe, geht es wieder heimwärts. Puh. Ist nicht so anstrengend wie laufen, aber ein bisschen Sport ist ja auch gut. Ne? Bin jetzt bei knapp 40 Minuten. 40 Minuten Radfahren ist schon recht anstrengend. Meine Beine machen es aber mit. Ich fühle mich eigentlich ganz fit. Geil, ne? Wenn man sich fit fühlt, ist geil. Am Anfang ist voll scheiße. So die ersten ein, zwei Mal Jogging. Fuck, da willst du alles kaputt schlagen. Aber dann, wenn du so eine Zeit lang dabei bist, und das ist natürlich die Herausforderung bei der ganzen Sache, dabei zu bleiben, dann funktioniert das schon. Dann fährst du auch mal 40 Minuten Rad, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, naja, ich mache ja jetzt die Sportvlogs alleine schon, glaube ich, seit Ende Mai. So ist es irgendwie. Sportvlog 54, immerhin 54 Mal Sport gemacht seitdem. Das ist schon gut. Finde ich. Für mich ist das gut. 54 Mal Sport machen seit Mai. Wir haben jetzt Ende August. Entschuldigung, muss mal rotzen.
Das ist gut. Naja, okay. Ich fahre mal weiter und melde mich dann gegen Ende nochmal. Radfahren heute. Geile Idee gewesen. Einfach nur ein bisschen Radfahren. Kurze Pause, wobei eigentlich nur Radfahrpause. Ich mache jetzt bei Liegestütze. Da muss man zwischendurch sein. Es waren ein paar Liegestütze und jetzt noch, wie lange muss ich noch? Noch 10 Minuten, dann bin ich zu Hause. Knapp über 60 Minuten Radfahren habe ich jetzt hinter mir. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Noch so 300, 400 Meter bin ich zu Hause. War mittelanstrengend. Liegestütze zwischendurch waren ganz cool. Und der nächste Sportvlog, da muss wieder ein bisschen Leistung her. Heute war es ein bisschen mehr als anschwitzen. Stunde Radfahren ist ganz nett. Aber wenigstens was getan. Ich sag bis zum nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie.